So, das ist die Anleitung für ein Teufelsmützchen. Ich versuche euch das jetzt zu erklären. Die Mütze wird an einem Stück gestrickt und man kann das hier ganz schön sehen. Die Zacken entstehen lediglich durch das Zu- und Abnehmen an bestimmten Stellen. Am Schluss wird sie zusammengenäht. Das ist hier die Naht der Mütze. Das Muster beginnt an dieser Stelle hier. So, hier seht ihr ein Plus, das bedeutet, dass aus einer Masche zwei werden. Das Minus mit dem Kreis außenrum bedeutet, dass aus zwei Maschen eine werden. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr hinten einstecht, denn das legt die Richtung der Maschen fest. Das versuche ich euch hier mal zu zeigen. So, da sieht man das, hier geht die Richtung so und hier ist sie andersrum und am Ende des Zackens wird wieder aus einer Masche zwei. Dazwischen ist die Mittelmasche, das ist dieser Kreis hier. So, gestrickt, gezählt wird so, wie gestrickt wird. Also, in dem Fall hier sind es 5. Und eine Mittelmasche und da 25. Das heißt, aus einer Masche werden 2, 1, 2, 3, 4, 5 und dort wird zusammengestrickt Mittelmasche. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wieder, aus einer Masche werden 2. Ich zeige euch das. Auf der rechten Seite wird das Muster gestrickt und auf der linken Seite wird einfach abgestrickt rechts, lediglich die Mittelmaschen werden auf der Rückseite durch eine linke Masche gestrickt, damit sie vorne rechts zu sehen sind. Ansonsten wird einfach vorne wie hinten rechts gestrickt und zu- und abgenommen wird nur auf der rechten Seite. Also 1, 2, 3, 4, 5. Mein Mützchen wird etwas größer, deswegen habe ich hier in der ersten Zacke 7, 6, so, und jetzt wird die siebte Masche zusammengestrickt, aus 2 wird 1 und wir stechen hinten ein. So, das ist die siebte. Hier kommt einfach rechts die Mittelmasche. Hier wird wieder aus 2 1, aber vorne einstechen, ganz wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, so, 6, 7, aus einer werden 2. So, und jetzt kommt hier wieder die Mittelmasche. Das heißt, die erste Zacke ist schon gestrickt. An der Stelle ist es Plus, das heißt am Anfang wird aus einer Masche 2, wir stricken weiter. Hier am Ende werden 2 zusammengestrickt, hinten eingestochen. Mittelmasche, hier werden 2 zusammengestrickt, vorne eingestochen. Hier werden am Ende der ersten Zacke wieder aus einer Masche 2. Und dann kommt die Mittelmasche. Und so setzt sich das über das Gesamte fort. Immer, es wird immer erst zugenommen, abgenommen, abgenommen, zugenommen, Mittelmasche. Zugenommen, abgenommen, Mittelmasche, abgenommen, zugenommen. Auf der Rückseite strickt ihr einfach, ich drehe das jetzt hier einfach um, damit ich nicht die ganze Reihe jetzt stricken muss, sondern zeige es euch. Ihr strickt hier diese Reihen rechts ab, lediglich die Mittelmasche wird links gestrickt und dort wieder rechts. Und das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis. Die ersten Reihen fallen schwer, weil man da das Muster noch nicht so genau sieht. Später dann, so wie jetzt hier, weiß man eigentlich immer genau, wo man ist und muss nicht mehr so doll zählen, denn hier ist immer die Stelle, wo zugenommen wird, hier ist immer die Stelle, wo abgenommen wird, abgenommen, zugenommen.
dann ist eine Zacke geschafft. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass bei dem ersten aus einer Masche zwei werden, hier wird aus zwei Maschen eine hinten eingestochen. Mittelmasche, zwei werden zusammengestrickt, vorne eingestochen und wieder zugenommen. Ja. Am Ende wird die Mütze zusammengenäht hier an der Stelle und die Zacken, die dann gespiegelt dem sind, hier oben, werden hier zusammengefasst. Also ich nähe die großen zusammen und dann die kleinen und dann wird es hier am Ende zusammengefasst. Natürlich kann auch variiert werden, dass aus den drei vorderen Zacken nur eine große Zacke gestrickt wird. Das ist eigentlich die ganz klassische Teufelsmütze. Wenn die Stirn der Kinder breiter wird, weil das Köpfchen wächst, empfiehlt sich erst diese Anzahl der Maschen etwas zu erhöhen und diese Ohrenseite hier noch eine Weile zu lassen, denn die Partie passt länger gut. Ja, was ist noch dazu zu sagen? Also auch immer noch mal, wichtig ist, dass so gezählt wird, wie gestrickt wird. Also hier habe ich hier aufgeschrieben 5 und 25 und dazu kommt die Mittelmasche. Also wäre das jetzt hier 1, 2, 3, 4 und dann wird 4 und 5 zusammengenommen und es ergibt die 5. Dann hier die Mittelmasche, 1, 2 werden zusammengestrickt, 3, 4 und aus der 4 wird noch die 5. Und dann wieder die Mittelmasche. Hier würde sein 1, 2 aus einer Masche, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und die 24, 25 würde zusammengestrickt werden, Mittelmasche. Also merkt euch immer so zählen, wie gestrickt wird. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr das irgendwie hinbekommt. Das ist einfach ein bisschen Übung und wenn man dann die 10. Mütze gemacht hat, dann kann man es. Viel Spaß. Tschüss.